der mir meine Musik vorschreiben? Da rackert man sich ab wie ein Kutschpferd in diesem Leipzig. Schreibt sich die Finger wund. Jeden Sonntag eine neue Kantate. Motetten. Und die Singstunden. Katechismus. Kindtaufen. Hochzeiten. Begräbnisse. Und das Resultat? Überall ist man angesehen als in diesem Leipzig. Als bei diesem hochweisen Rat. Bach. Ja. Komm. Ja. Da will mir doch ganz im Ernst dieser Magister Gautlitz zu seinen Predigten meine Musik vorschreiben. Aber damit hat doch der Rat nichts zu tun. Aber der Rat hat den Gautlitz ins Amt gesetzt. Und ich darf nun wieder ans Konsistorium schreiben und. Anna. Alle Augen warten auf dich, Herr. Du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles, was lebet, nach deinem Wohlgefallen. Amen. Amen. Gautlitz! Er ist doch nun schon lange genug in Leipzig. Eine schöne Lage, in die er uns da gebracht hat, mein lieber Magister. Ich meinte nur, die Choräle sollten zur Predigt passen. Aber die Auswahl ist alteingesetztes Recht des Direktors Musici. Und die Stadt Leipzig als die Feste der altlutherischen Orthodoxie ist keine Stadt, wo man Neuerungen einführt, Herr Magister. Wenn aber doch vernünftigerweise... Ach was! Vernünftigerweise! Mit vernünftigerweise ist mir der Bach auch schon gekommen. Wollte Anno 24 seine Passionsmusik in der Thomaskirche machen, obwohl meine Nikolaikirche dran war. Er hat nachgeben müssen, denn das steht in seinem Anstellungsvertrag. Er hat keinerlei Neuerungen einzuführen. Also er auch nicht. Ich bitte den Herrn Superintendenten aller Submissist um Entschuldigung. Ja, schon gut. Mich ärgert denn nur, dass ich ihm Recht geben muss. Der Schluss für heute. Naja. Es war gar nicht so schlecht, Krebs. Und insgesamt war es schauerlich. 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 Es klingt eben nicht, Herr Musikdirektor. Solange die Thomasschüler nicht nach den Stimmen herausgesucht werden. Ach, was? Da muss eben Fleiß die Begabung wettmachen. Ihr habt mit den Sängern nicht genügend gearbeitet. Aber sie würden ja singen, Herr Vater, wenn sie nur könnten. Du kannst einer Katze noch so stark auf den Schwanz treten, sie schreit dir Miau, aber sie wird kein Sopran. So. Und vom neuen Schuljahr sind mehr als die Hälfte aller Schüler zur Musik nicht brauchbar. Und das Konsistorium kümmert's nicht. Und der Rat will es nicht wahrhaben. Aber kein Mensch wird sagen, der Rat ist schlecht, weil er dem Bach schlechte Sänger gibt. Nein. Es kommt auf mich und auf euch Chorpräfekten. Wer sind Sie? Was wollen Sie? Zimmermann ist mein Name, Herr Musikdirektor. Kaffeehausbesitzer Zimmermann. Ihre Frau sagte mir, dass Sie hier wären. Es handelt sich um das Kollegium Musik.
Das sind die Studenten vom Kantor Schotter, nicht wahr? Der nach Gotha geht. Ob Sie es nicht machen möchten? Wer fragt das? Die Studenten. Es sind sehr tüchtige Burschen dabei. Ja, ich weiß. Ich habe sie schon ein paar Mal redlich schinden müssen. Deswegen lassen Sie ja fragen. Bei Ihnen käme wenigstens was raus. Und die Zuhörer sind alles Kenner und Liebhaber. Aber die Musik ist jede Woche, hm? Zur Messe immer zweimal, weil sie so gern gehört wird. Mhm. Na, was meint ihr? Herr Vater, das sind über 50 Konzerte im Jahr. Ja. Aber mit richtigen Musikanten. Herr Zimmermann, es könnte sein, dass wir ins Geschäft kommen. Dankeschön, meine Herrschaften, danke sehr. Ihr habt gespielt wie die Teufel. Gut war's. Ja, und was gehen wir denn nun am nächsten Freitag an, Herr Musikdirektor? Jo, Sie haben uns noch etwas für 3 Cembali versprochen. Drei Cembali kriegt ihr ja gar nicht zusammen. Aber an uns soll's nicht liegen. An mir auch nicht. Gute Nacht, Herr Musikdirektor. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Aber wir nehmen Sie beim Wort, Herr Musikdirektor. Und ich euch. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Das war großartig. Aber hier hast du eben auch ganz andere Möglichkeiten. Ja, die Jungs sind gut. In der Kirche sind unsere Kantaten doch nichts als Zugaben zu 2 Stunden Predigt. Ich will meinen Textdichter besuchen. Wann hast du Zeit? Für dich immer. Und worum geht's? Herr Rizzi, ich mache unsere Matthäus-Passion in St. Thomas. Bitteschön. Danke. Bitte, ein großartiger Erfolg, Herr Bach. Für Sie und für mich. In St. Thomas habe ich 2 Orgeln. Also nehme ich 2 Orgeln. Mit meinem Collegium Musicum habe ich 2 Orchester. Also nehme ich 2 Orchester. Und 3 Chöre. Ich habe 3 Kirchenchöre in Leipzig. Also nehme ich 3 Chöre. Aber deine Chöre können es doch nicht. Bach,
Ich glaube, mit der Matthäus-Passion übernimmst du dich. Wie kann ich es der Stadt anders beweisen, als dass ich eine Musik bringe, die vielleicht das Schwerste ist, was ich bis jetzt gemacht habe. Und dass ich sage, hört, was ich kann. Und gebt mir endlich die Möglichkeit, es zu können. Es ist ja, als ob man in einer Opera-Komödie wäre. Er ist schon aus seiner Johannespassion vor 5 Jahren vermahnt worden. Er solle sich künftig von diesem theatralischen Musizieren fernhalten. Herr Syndikus. Wir haben ihn in seinem Anstellungsvertrag ausdrücklich dazu verpflichtet. Ja, doch nun, er treibt Ärger. Es ist ja nicht nur seine Musik, lieber Hofrat. Es ist ja auch seine Nachlässigkeit im Latein, im Unterricht des Katechismus und so. Wir haben ihn auch schon mehr als einmal darauf hingewiesen, wie unzufrieden wir mit seiner Arbeit sind. Aber er kümmert sich gar nicht darum. Er lernt eben nicht dazu. Das ist schön. Das ist ein wirklich schöner Text. Groß. Groß, mein lieber Dichter Picander. Das Dichten ist mein Amt. Der Steuereinnehmer, das ist nur mein Brot. Wenn du das nicht hättest drucken lassen, man wüsste gar nicht, dass die Aufführung der Matthäus-Passion stattgefunden hat. In unseren Zeitungen, in denen doch jeder Quark steht, nicht eine einzige Zeile. Sie mögen hier meine Musik nicht. Sie mögen das Reale in deiner Musik nicht. Sie mögen nicht erschüttert werden. Erschüttert, das ist ihnen gegen die Ordnung, weißt du? Die Chöre klangen ja aber auch. Oh, oh, oh. Wenn ich für 3 Chöre ganze 51 Schüler habe, dann müssen sie musikalisch sein, Herrgott. Das muss ich doch durchsetzen können. Gegen Neuerungen ist der Rat sehr empfindlich. Henrizi, ich hab's im Anstellungsvertrag. Es gibt in der Tat einen Passus, wonach dem Kantor die Prüfung der neu hinzukommenden Schüler zusteht. Tja, und auf einmal macht er Gebrauch davon. 6 Jahre hat er sich nicht darum gekümmert. Und auf einmal macht er Gebrauch davon. Ich weiß, woher hier der Wind weht. Deswegen habe ich Sie hergebeten. Der Bach hat doch das Collegium Musicum im Zimmermannschen Kaffeehaus übernommen. Ich verstehe nicht. Das kostet ihn Zeit, er brachte in der Schule natürlich Zöglinge, die ihm keine Arbeit machen. Ach so. Solche, die er erst anlernen muss, sind ihm unbrauchbar. Wie er überhaupt seinen Schuldienst mit rechtmäßigem Eifer versieht. Das passt mir jetzt alles gar nicht in den Kram, Stieglitz. Das Petersdorf ist baufällig auf den Posten des verstorbenen Lazarettvaters. Reflektieren 16 Bewerber. Und nach wie vor ist unsere größte Sorge, dass noch immer nicht alle unsere Ratsherren mit Ämtern versehen sind. Sodass einige gemäß ihrer Würde noch gar keine Einnahme haben. Das will ja alles gemacht sein. Also, was schlagen Sie vor? Überhaupt nicht antworten. Er soll seine Pflicht tun wie sein Vorgänger Kuhnau. Der hat aber seinerzeit in ähnlicher Sache dem Rat auch schon eine Eingabe gemacht, soviel ich weiß. Aber keine Antwort erhalten. Also ad acta. Das ist eine Autoritätsfrage. Sie sorgen dafür, dass der Kantor seine Pflicht tut. Ist noch was? Er nimmt seine Studenten aus dem Collegium Musicum sonntags zur Kirchmusik heran. Na und? Gegen Honorar natürlich. Heißt das, der bezahlt seine Musiker im Kaffeehaus am Sonntag aus dem Stadtsäckel? Das geht natürlich nicht.
Die Gelder kommen in Fortfall. Krebs? Wo sind die anderen? Drei haben die Masern. Und die anderen? Können wir dann überhaupt den Diskant besetzen? Den ja. Aber den Alt? Ach, Krebs. Du bist der einzige Krebs in meinem Bache. Und du und ich, wir können es nicht ändern. Herr Musikdirektor. Was ist? Wie siehst du denn aus? Hast du Fieber? Es geht. Herr Windisch und der Himmel bitten, sie möchten sie ihn nicht übel nehmen, aber sie können bald auf zu einer Taufe aufspielen. Sie brauchen das Geld. Ja. Dann haben wir also heute nur die halbe Besetzung. Und wer weiß, wie lange noch die halbe Besetzung. Meine Herren, es stehen zwar verschiedene andere sehr wichtige Dinge zu beschließen offen, aber da der Klagen sehr vielfältig sind, so scheint mir vor allem an der Zeit, dass wir die Sache mit dem Kantor nun endlich einmal in Ordnung bitte bringen. Sagen Sie doch selbst, meine Herren. Kann man als Kirchenvorsteher überhaupt noch diese Musik für ernst nehmen? Die Schwierigkeiten mit ihm gehen jetzt ins achte Jahr. Ich war von Anfang an gegen ihn, so wie der selige Ratsherr Plan und manche andere. Kaum war er da, schon war die Orgel in der Nikolaikirche nichts mehr wert. Ja. Auch die neuen Podeste für die Sänger mussten heran. Ja. Obwohl die ihm nachdrücklich verpflichtet haben, keine Erneuerung einzuführen. Und sein Krieg mit der Universität. Wo er gleich bis zum König gegangen ist. Um lächerliche 6 Gulden. Wegen Gottsched hat er die Verse umgedichtet. Einen Gottsched? Mit dem Konsistorium hat er sich auch verstritten. Weil er die Choräle vorschreiben wollte. Ihn interessiert nur sein Collegium Musicum im Kaffeehaus. Und Musikschüler und Partiten. Und in Köthen und Weißenfels den Hofkapellmeister spielen. Ich habe mich genauestens informiert, meine Herren. Der Kantor tut nichts. Den Lateinunterricht schwänzt er ganz und gar. Und seine Singestunden lässt er von seinen Präfekten halten. Er schaut höchstens zu. Auch hat er die Stadt mehrfach ohne Erlaubnis verlassen. Schüler aufs Land geschickt. Und anderes. Demnach steht außer Zweifel, der Kantor hat sich nicht aufgeführt, wie er sollte. Und ist nun oft genug ermahnt worden. Auch schon milde bestraft. Und hat sich immer aufs Neue unverbesserlich gezeigt. Der Kantor ist inkorrigibel. Ich schlage vor, ihm die Besoldung zu verkümmern. Jawohl. Muss er sich einschränken, wird er schon nachdenken, wie er sich bessern kann. Ein guter Vorschlag. Ich schließe mich an. Ich auch. Weiß jemand etwas darüber? Also einstimmig. Das Fazit von 7 Jahren, meine Herren. Mit seinen Aufführungen steht dieser Herr Kantor in der Geschichte unserer lieben Thomasschule. Einmalig da. Leider. Der Beschluss wird ihm zugestellt. Sie sind schäbig. Ja, das sind Sie. Wehr dich. Mach ich. Wehr dich. Ich bin doch gerade dabei. Hier. Lies. Kurzer, jedoch höchst nötiger Entwurf zu einer wohlbestellten Kirchenmusik. Nebst einigen unvorgreiflichen Bedenken von dem Verfall derselben. Bach, um deine Besoldung geht es. Nein, meine Musik greifen Sie an. Und wenn Sie das gelesen haben, müssen Sie einsehen, dass ich so keine Musik machen kann.
Und wovon soll ich Brot bezahlen? Anna, lass mich doch nicht um Groschen feilschen. Ja, das war ein recht übles Wetter heute, Submissus, der Kantor. Und hier, Herr Kantor, von den Leidtragenden, Submissus, Ihr Taler. Treffort! Die Bachsche Eingabe. Die muss ja nun endlich mal vom Tisch. 18 Seiten lang. Aufstellungen, Zahlen, Daten. Hier, so mal zu gebrauchende Schüler, nicht zu gebrauchende Schüler. Wer soll diesen Wisch überhaupt lesen? Vielleicht am besten der neue Rektor Gessner, sobald er aus Ansbach eintrifft. Sehr gut. Da lernt er seinen Schulkantor gleich von der richtigen Seite kennen. Statt sich zu bessern, verteilt er Belehrungen. Es ist ein Skandal mit diesem Kantor. Du musst dich anziehen. Wozu? Wenn uns der neue Rektor seinen Antrittsbesuch aber hat ausdrücklich anmelden lassen. Wenn er vom Rat gewählt ist, wird er sowieso auf der Seite des Rates stehen. Ich habe eine Karte vom Heiligen Römischen Reich gekauft. 7,5 Jahre Leipzig. Das sind 7,5 Jahre zu viel. Nichts ist da recht. Nichts. Begrüßen kannst du ihn doch. Es war ein Irrtum, dieses Leipzig. Wir wollen wieder weg. Wir wollen uns einen anderen Platz suchen. Er kommt. Du musst deinen Rock anziehen. Ich leg ihm mein Amt vor die Füße. Nun mach schon. Nein. Dann gehe ich eben. Du musst die Perücke aufsetzen. Gessner.
Thor Kästner. So sehen wir uns wieder. Weiß er noch, wie ich gesagt habe, der Friedemann muss auf die Universität? Er ist auf der Universität. Ich habe mich auf wenig so gefreut wie auf unser Wiedersehen. Ich habe unsere gemeinsamen Jahre in Weimar nicht vergessen. Weimar. Tja, kaum lag der alte Herzog unter der Erde, schrieb mir sein Neffe die Kündigung. Der Alte hat eine zu gute Meinung von mir. Aber hier, hoffe ich, bekomme ich nun, wie mein Vorgänger, mit dem Rektorat auch das Lehramt an der Universität. Praxis und Lehre. Eins ist steril ohne das andere. Die Praxis ist schwerer. Ich habe erfahren, Bach, er hat Schwierigkeiten. Wir werden sie gemeinsam angehen. Verlasse sich auf mich. Ich höre es gern, aber... Alles durchgestrichen. Du hast gesagt, wir wollen hier weg, aber wo denn hin? Du hast ja fast alle Länder durchgestrichen. Die katholischen. Dort kann ein protestantischer Musikdirektor wohl kaum auf Anstellung hoffen. Und Braunschweig? Mit Graupner besetzt. Und Lübeck? Ist auch nicht frei. Und Hamburg? Hamburg. Hamburger Ämter bringen wohl Geld, aber die kosten auch welches. Ich konnte es schon als Hofkapellmeister nicht bezahlen. Ja, es ist wenig Platz für uns auf der Welt. Aber Danzig, Danzig hast du nicht durchgestrichen. Und du hast mir mal erzählt, du hättest einen Schulfreund dort. Ja, Georg Erdmann aus Ohrdruf. Jetzt kaiserlich-russischer Resident in Danzig. Schreib ihm. Vielleicht können wir dorthin. Nun, ich bin dem Herrn Appellationsrat Stieglitz sehr dankbar, dass er mir einen so tüchtigen Lateiner als meinen Konrektor empfiehlt. Seine Kenntnisse in den alten Sprachen sind offensichtlich vorzüglich. Er war bisher Hauslehrer bei ihm. Jedoch habe ich gleichzeitig bei Herrn Superintendent Dr. Deiling Theologie und bei Herrn Professor Gottsched auch die Weltweisheit studiert. Nun, dann ist er ja für sein Alter ein erstaunlich gebildeter junger Mann. Mein lieber Ernesti, seine Vorschläge für einen 9-Stunden-Plan gehen mir ein wenig zu weit, was die Gelehrsamkeit betrifft. Mein Konrektor und mein Schulkantor sind mir beide gleich wichtig. Wobei aber der Konrektor die Wissenschaft, der Kantor hingegen nur die Musik. Nicht nur. Die Kunst ist dem Menschen nicht weniger nötig. Die Wissenschaft jedoch... Ich weiß, was er sagen will. Es gilt, das klassische Bildungsideal zu verwirklichen. Aber das klassische Bildungsideal umschließt die Mathematik und die Poesie, die Geometrie und die Musik. Die Wissenschaft jedoch... Lieber Ernesti, nicht Denken allein macht den Menschen. Erst die Empfindung, die macht ihn menschlich. Empfindung ist angeboren. So wie die Fähigkeit des Lernens. Was aber nicht verkümmern soll, das muss entwickelt werden. Und ich bin glücklich, dass durch die besondere Aufgabe unserer Schule sich beide die Hände reichen. Auch der Ernesti dem Bach. Und der Bach dem Ernesti. Wenn ich meine Aufgabe in der Wissenschaft sehen darf. Gewiss. Denn für die Musik sorgt der Kantor und der Rektor hält beide auseinander und muss sie zusammenfügen. Der Rektor Gessner ist da. Ich komme schon. Der Herr Rektor Gessner... Das ist bei der großen Wäsche nicht anders. Ist der Musikdirektor zu Hause? Ja. Große Neuigkeiten. Ach, was Großes ist selten was Gutes. Das Zimmer ist nicht mehr das Schönste. Nein. Die Dielen stinken.
Feuchte Wände. Mir sind hier 4 Kinder gestorben. Klar. Morsche Balken. Alles morsch. Na? Wo willst du hin? Liese! Komme! Morsch die Balken. Alles morsch. Also, es ist beschlossen. Die Bachs werden exmittiert. Das geht nicht. Dafür gibt's doch gar keinen Grund. Das ganze Schulhaus wird umgebaut. Eine bessere Behausung für die Schüler und für den Kantor. Es ist beschlossen. Er soll sich künftig nur noch um die Musik bemühen. Latein braucht er nicht mehr zu geben. Und bei der Auswahl der Schüler hat er Mitspracherecht. Na, was ist Bach? Danke. Danke. Bach hat eine Einladung vom Erbprinzen nach Kassel. Er soll im September die Orgel prüfen. Und ich soll mit. Ach, lass das. Ich sehe doch schon wieder das saure, empörte Gesicht von dem Ratsschreiber, wenn ich mein Urlaubsgesuch abgebe. Seinen Urlaub verantwortet nach neuer Verfügung der Rektor. Und sein Rektor gibt ihm Urlaub. Und ich darf wirklich mit? Du darfst. Die Registranten haben herumerzählt, deine Füße flogen über die Pedale und deine Finger waren so geschwind, dass sie mit dem Registrieren kaum nachgekommen sind. Zweimal gar nicht. Du hast wunderbar gespielt, Bach.
und der Ring vom Erbprinzen. Wann soll ich ihn tragen? Beim Musikmachen hindert er. Das war alles eine große Ehre. Ich glaube schon, dass Sie jetzt auch in Leipzig stolz auf dich sind. Leipzig. Dem Gessner verdanken wir viel. In Dresden, Anna, in Dresden. Nach diesem Erfolg in Kassel solltest du dich in Dresden um den Titel des Hofkompositors bewerben. Es ist doch auch eine Auszeichnung für die Stadt Leipzig, wenn ihr Direktor Musicis Hofkompositeur wäre. Wenn du meinst. In Kassel wird es mit der Kirchenmusik wohl nicht weit her sein. Dass sie die Hände gleich zusammenschlagen. Und ihn in der Sänfte tragen. Ein Leipziger Ratsherr ist dort noch nie so empfangen worden. Warum sollte er auch? Unser einer macht nicht so viel Lärm. Insgesamt lässt der Gessner dem Bach sehr viele Freiheiten. Naja, er trägt die Verantwortung. Ja, aber seine neuen Schulgesetze schlagen recht gut an. Woher wissen Sie? Unser junger Herr Nesti. Er hält uns ja über alles recht gut auf dem Laufenden. Na, dann wird er Ihnen ja hoffentlich erzählt haben, dass sich Gessner um eine Universitätsstelle bewerben will. Da sei Gott vor. Die Universität ist die Krux in der Stadt. Ein Staat im Staate. Der Gessner muss sich entscheiden. Entweder er dient dem Hof oder der Stadt. Und wenn er dem Hof dient, da kann er nicht für die Stadt sein. Nach Göttingen. Ja, Bach, es geht ans Abschied nehmen. Das ist weit weg. Da die Stadt Leipzig leider darauf besteht, dass ich für ihre Armenschule auf alle wissenschaftliche Wirkung verzichte. Da bleibt kein anderer Weg. Ich habe es ohne den Rat bei der hiesigen Universität versucht. Das Kollegium war gegen meine Aufnahme, weil ich ein zu enger Freund des hiesigen Rates sei. Das ist doch nicht möglich. Der große Leibniz, Franke, Thomasius sind von hier weggegangen. Der erzgescheite Christian Wolf, aus Preußen vertrieben, vom August selber eingeladen, ist lieber nicht erst nach Leipzig gekommen. Und mich? Mich wird man hier nicht vermissen, weil ich gar nicht da war. 3 Jahre waren Sie hier Rektor und haben für diese Schule mehr getan als Ihre Vorgänger in 30. Gar nicht darüber zu reden, was meine Familie, was ich Ihnen verdanke. Es war leider nur ein Anfang, Bach. Wie alles hier. Ja, Rektor, für die Reise. Ein weißen pfälzischer Schmalzkuchen, wie ihn meine Mutter gebacken hat. Vorsicht, er ist noch warm. Damit Sie uns unterwegs noch nicht gleich vergessen. Gewiss mein Leben lang nicht, liebste Bachin. Dass Sie aber auch von uns weggehen müssen. Er soll sich recht bald um den Hofkompositeur bewerben. Er wird den Hofkompositeur noch brauchen. Nein,
Der Herr Rektor Gessner ist nicht zu ersetzen. Ich bin da mit dem Hochweisen Rat gar nicht einer Meinung. Man hätte ihn nicht gehen lassen dürfen. Darüber zu reden ist ja nun müßig. Wir werden hoffentlich nicht schlechter zusammenarbeiten als bisher. Wir haben klare Kompetenzen. Die sich freilich ein wenig verschoben haben. Ich bin ja nun Ihr Vorgesetzter, lieber Bach. Aber das muss uns nicht weiter kümmern. Wenn Sie einen Teil Ihrer Singerstunden von den Präfekten abhalten lassen wollen, wenn Sie Zeit brauchen zum Komponieren oder... werde ich nichts dawider haben. Das freut mich. Auch nicht der Rat. Ich stehe mit den Herren vom Rat ganz gut. Ja. Ich... Ich würde dann etwas Größeres probieren. Aber mit Freunden, lieber Herr Bach. Selbstverständlich, warum auch nicht? Ich gebe Ihnen gerne alle Freiheit. Nur immer zu. Vielleicht zum Weihnachtsfest. Warum soll er denn 24 Stockschläge kriegen? Ernesti hat ihn doch noch vor kurzem belobigt. Der Junge hat während der Probe zwei Rüpel vom Chorknaben verdroschen. Grässliche Sänger, gute Lateiner. Und die haben sich bei Ernesti beschwert. Und dafür soll er 24 Stockschläge kriegen? Öffentlich und vor versammelter Schule? Ja, Montag früh. Der Junge kann sich ja in ganz Leipzig nicht mehr blicken lassen, wenn das passiert. Versuch doch, dass der Rektor das Urteil rückgängig macht. Der Rektor ist bis Sonntagabend verreist. Und sein Stellvertreter hat keinerlei Vollmacht. Merkwürdig, hm? Anna, der Junge ist einer der besten Chorpräfekten, die ich je hatte. Wie konnte er sich aber auch hinreißen lassen, diese beiden Rüpel so zu verprügeln? Während der Probe. Lise, ich brauch den Teller. Er hat sie wunderbar. Los, wir gehen zurück.
Aber das muss ihm doch nicht peinlich sein, mein lieber Bach. Mir. Mir ist es peinlich. Aber das Exempel der Disziplin musste statuiert werden. Leider. Ich bin nicht dieser Meinung. Wie sollten Sie? Sie sind der Musiker. Ich bin der Schulmann. Die Kirchenmusik ist meine Kompetenz. Also wäre es in der Ordnung gewesen, mich hinzuzuziehen. Wird der Junge wenigstens seine Sachen bekommen? Ich denke vorerst nicht daran. Aber das ist alles, was er hat. Er hat uns durch seine feige Flucht zutiefst enttäuscht. Nicht nur mich. Auch ihn. Bach. Denn nun ist er ohne ersten Präfekten. Tja. Man wird auf den Gottlob Krause zukommen müssen. Nein. Nein. Kittler. Vielleicht. Kittler. Aber den Krause doch nicht. Er steht ihm zu. Er kann's nicht. Der Johann Gottlob Krause. Und Ärger haben wir auch schon mit ihm gehabt. Warum nicht der Kittler? Einen Schüler außer der Reihe vorzuziehen, wo käme ich dahin? Ich muss auf die Rangordnung bestehen. Im Interesse der Schule. Die Ordnung. Bah. Es wäre bedauerlich, wenn unsere Zusammenarbeit durch solche Kleinigkeit getrübt wird. Was Kleinigkeit? Vom ersten Präfekten hängt meine Musik ab. Am Sonntag haben Sie einen neuen ersten Präfekten. Na gut. Aber der Junge bekommt seine Sachen. Ich bin kein Unmensch, Bach. Meinetwegen. Ja. Am Freitag dritte Stunde Einsetzung von Gottlob Krause als ersten Präfekt, Dresig. Gottlob Krause? Aber das ist doch ein liederlicher Hund. Und unbegabt obendrein. Da wird Bach wenig Freude haben. Da wir beide nicht singen, sollten wir das getrost Herrn Bach überlassen. Jedenfalls hat er gesehen, dass ich hier der Rektor bin. Gehen wir an die Arbeit. Aber der ungetreue Knecht, immer der ungetreue Knecht, kann er nicht auch eines anderen Herrn getreuer Knecht sein? Krause? Eines, warum ist er nicht in St. Nikolai? Der Kantor Bach hat mich soeben vor dem gesamten Chor abgesetzt. Wie Weiland und Kittler zum ersten Präfekten gemacht. Und da habe ich mir gedacht, dass es den Herrn Direktor vielleicht Herrn interessiert. Verriet. Danke, sehr gut, Krause. Dies doch im Auftrag eines weitaus mächtigeren Herrn tat. Und aus dem ungetreuen Saulus der mächtige Paulus ward, mit dem der Herr seine Kirche erbaute. Ich glaube das nicht, was du da geschrieben hast. Der Ernesti will die Musik aus der Schule haben. Nein, so weit geht er nicht.
Die Musik kann bleiben. Nur ich soll nicht mehr imstande sein, sie ordentlich durchführen zu können. Mir, ganz persönlich, will er in den Hals. Der Bernhard bekommt tatsächlich deine einstige Organistenstelle in Mühlhausen. Und nicht nur, weil er so kunstvoll gespielt, sondern auch, weil die Verdienste des Vaters in hiesiger Stadt noch in so vorzüglicher Erinnerung. Und du sollst nach Sangerhausen kommen zur Orgelprüfung. Reise und Spesen und Kost und Logis bezahlt alles der dortige Rat. Und es gibt auch obendrein ein ganz leidliches Honorar. Oh, ich werde noch ein wohlhabender Mann. Ist das erlaubt? Was gibt's denn? Was kann es anderes geben als eine neue Kantate? Der Graf Hennecke zieht vom Hof nach Wiederau. Und da wollen ihm ein paar angesehene Leipziger Bürger, die er gut hat verdienen lassen, eine Huldigung darbringen. Ich hab mir gedacht... Ich schreibe keine Kantaten mehr. Mit wem soll ich sie aufführen? Und was schreibst du dann? Eingaben. Bach schreibt nur noch Eingaben. Eingaben? Ich komme ein andermal wieder. Herr Vater! Herr Vater! Eilpost aus Dresden ist da. Vom Grafen Kaiserling. Das ist... Das ist die Ernennungsurkunde. Augustus Rex, Heinrich von Brühl, Dekret vor Johann Sebastian Bach als Kompositeur bei der Königlichen Hofkapelle. 19. November 1736. Ich bin Hofkompositeur. Heul nicht. 3 Jahre haben wir gewartet. Oh. Daran kommt der Rat nicht vorbei. Daran kommt auch der Herr Ernesti nicht vorbei. Und wenn Sie es ganz schlimm treiben, kann ich mich jetzt als Bedienter des Königs an ihn um Schutz wenden. Ich muss nach Dresden. Morgen mit dem Frühsten muss ich nach Dresden. Muss mich bedanken. Und ein Konzert gebe ich Ihnen. In der Frauenkirche. Auf der großen Orgel vom Silbermann. Sie sollen es nicht bereuen in Dresden.
27 weniger 13. Christoph? Ist 14. Recht so. Pack 19 dazu, Christian. 19 dazu. Ja, 14 und 19 dazu, das macht? 33. Er macht's richtig. Na, Caroline? Und was gibt 3 und 5? Na? Ich helfe dabei. Wie viel sind das? Das sind 3. Und 5 dazu? Das sind 8. Machen Sie es. Er sagt's dir vor. 8. Und wie viel gibt eine Quint und eine Terz, Christian? Eine Septina, Herr Vater. Siehst du, da muss er gar nicht nachdenken. Haben wir Post? Ja. Nach dem Essen machen wir weiter. Alles bleibt so lang liegen. Monsieur, ich brauche die Stube. Es freut mich, lieber Vetter Elias, wenn ich sehe, wie du die Kinder unterrichtest. Ich tue es so gut ich kann und das macht ihnen Freude. Auf jeden Fall setzen Sie mir keinen Fuß mehr hinüber in die Thomasschule. Und wenn Sie dort einen Musiklehrer brauchen, dann sollen Sie sich einen anstellen. Hier, die kommt aus Altenburg. Eine Einladung zum Konzertieren. Ein Schreiben von Baron Kaiserling. Er bestellt sich eine Nachtmusik gegen Schlaflosigkeit. Goldberg soll sie ihn spielen. Goldberg? Ja, Goldberg. Oh, das ist ein Junge, du. Der spielt besser als ich. Dem kannst du sogar die Noten auf den Kopf stellen, der spielt ja immer noch richtig. Dann lohnt sich eine Komposition. Und Friedemann? Er kommt für 2 Wochen aus Dresden und bringt noch 2 andere gute Musiker mit. Ach, das ist schön. Und aus Schweinfurt habe ich wieder ein Fässchen Landwein besorgt. Und weiter? Für Anna habe ich Blumenzwiebeln. Deswegen musst du doch nicht rot werden. Gelbe Nelken? Bitte? Die Zwiebeln! Ja. Ist das erlaubt? Ich schreibe keine Kantaten mehr. Ja, aber der Graf von Dieskau zieht nach Kleinschocher und... Ja, und da wollen einige wohlangesehene Leipziger Bürger... Nein! Ich schreibe keine Kantaten mehr! Ja, ich weiß es. Aber die Bauern von Kleinschocher wissen es doch nicht. Was, Bauern? Ach, das ist eine vertragte Geschichte. Die Gräfin Dieskau ist voriges Frühjahr gestorben und ihr Sohn zieht als Nachfolger ein. Und da sind sie nun in der Bredouille, die Bauern von Kleinschocher. Warum sind denn die Bauern von Kleinschocher in der Bredouille? Bei der letzten Aushebung hat das Nachbardorf 60 Mann Soldaten stellen müssen, 60. Kleinschocher nur ganze 2 Mann. Die Quartembersteuer hat ihnen auch erlassen. Das ist schon ein ungewöhnlicher Lehnsherr, dieser Herr von Dieskau, weil er sieht sich um und denkt nach. Die Bauern, die nicht Soldaten werden, bestellen stattdessen seine Äcker. Und wenn er ihnen die unbillige Steuer erlässt, kann er die billige desto leichter eintreiben. Er versteht zu rechnen und seine Frau zu wirtschaften. Aber warum sitzen denn die Bauern in der Bredouille? Weil ihnen unheimlich wird. Sie haben während 5 Monaten in Kleinschocher mehr Wohltaten empfangen als andere in 50 Jahren. Und da er nun einzieht, wollen sie sich bei ihm bedanken. Und das ist die Bredouille. Denn erstens wollen sie sich bedanken. Und zweitens bleiben sie misstrauisch. Ja, das ist verständlich. Ich dachte... Wir nehmen die Kantate für den Grafen Hennecke und schreiben sie nur etwas um. Aha. Siehst du, ich dachte an Hirtendichtung. Der Landmann streut in Pans Gefilden Euphorens Gaben in das Land. Das heißt, auf Deutsch im Frühjahr wird gesät. Das brauchst du einem Bauern nicht zu sagen, das weiß er. Das ist was Schreckliches mit euch Dichtern. Ja, das sehe ich ein. Ist zu euphorisch für die Bauern. Nein, das ist nicht euphorisch, das ist einfach schlecht. Wir werden alles neu machen. Ach, es ist was Schreckliches mit euch Musikern.
Rat habe ich dich mit Mühe und Not bewogen, ja zu sagen. Wir nehmen einfach den Grafen Hennecke und machen ihn zum Grafen Dieskau. Warum wollen wir es uns denn partout so schwer machen? Mein lieber Henrici Picander, hast du schon mal gehört, dass sich Bauern eine Kantate bestellt haben? Nein. So, ich auch nicht. Hier geht's um Dankbarkeit. Und Dankbarkeit gibt's wenig in der Welt. Tja, ich hatte den Wunsch, mit Ihnen noch einmal in Verbindung zu treten, da Sie ja gegen meine Poesie einige Einwände geltend gemacht haben. Die Poesie ist gut. Der Text muss geändert werden. Wir lassen unser Dorf nicht schlecht machen. Herr Steuerrevisor, es ist schon schlimm genug. Mein Kurte, der hat uns noch tiefer in die Bredouille hineingeritten. Innere Miese. Ja, das gehabt mit der Mieke. Und dabei den Herrn und die Gnädige erwischt. Ja, aber unabsichtlich. Nun, die Gnädige hat dem Herrn ein paar geknallt und ist ihm weggelaufen. Der hat den Kurte erkannt und ist hinter ihm her. Dabei hatten Kurte und Mieke ehrliche Absichten. Jetzt kommen sie und sagen, wie es ist. Es tut mir leid, aber ich verstehe nicht ganz. Der Text muss geändert werden. Der Text muss geändert werden. Text ändern. Hast du gehört, ich soll meinen Text ändern? Vielleicht kann ich Ihnen mit meiner Frau zusammen mal etwas aus der Kantate andeuten. Ja, ja, das ist vielleicht das Beste. Wo? Der ganze Anfang, der muss aus. Sie müssen uns doch verstehen, Herr Hofkompositeur. Wir wollen es mit dem guten Herrn von Dieskau nicht verderben. Der Gesang Ihrer Frau war doch sehr schön. Das sollte auch so bleiben. Der Text muss geändert werden. Sie glauben wohl, solche Kantate sei ein Misthaufen. Wo man was reinschmeißen kann, was rausschmeißen kann. Ihr meint ja, nur, was Sie meinen, weiß ich schon. Sie meinen, wir wollen uns einen Jux mit Ihnen machen. Und für einen Jux machen wir uns derart Arbeit. Wir haben genug fertige Kantaten zu Hause, Picander und ich, um für Sie daraus eine neue zu schneidern. Anna, komm. Also so nicht, Herr Hofkompositeur. Ich. So nicht, Herr Hofkompositeur, wir wollen doch nicht im Streit auseinandergehen. So war das alles doch nicht gemein. Man wird doch noch die eine oder andere Frage stellen. Wir sollten wenigstens noch auf ein Bier in den Dorfklub gehen, Herr Hofkompositeur. Anna? Bier. Wir wollten Sie wirklich nicht kränken, Herr Bach. Ja, bloß wissen Sie, wir sind einfache Bauern. Ja, es ist halt, da müssten wir mal über die Bezahlung reden.
Ein paar Gänse könnten wir auftreiben. Ein Schwein? Ja. Ein Hammel vielleicht. Ja. Nur mit Geld ist's schlecht. Jetzt trinken wir erst mal Bier. Mein Schatz erraten. Und weil wir nun daher nichts mehr zu tun, so wollen wir auch Schritt vor Schritt in unsere alte Schenke warten. Ei, hol mich der und dieser, Herr Ludwig, und der Steuerreviser muss heute mit. Wir gehen nun wo er tun ist, im Tun, 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 scheint, unsere Kantate hat eingeschlagen. Und ganz nebenbei hast du gezeigt, dass du auch Melodien schreiben kannst. Auch? Hast du ihm auch gesagt? Nö. Anna, hast du gehört, dass der eben auch gesagt hat? Also der Gassenhauer da zum Beispiel, den man schon beim ersten Anhören gar nicht mehr aus den Ohren bekommt. Sag mal ehrlich, in welcher Schenke hast du den aufgetreten? Oh! Bach ist königlicher Hofkompositeur. Na und was heißt das? Der schreibt sich solche Sachen selber. Na. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Ja, dann wollen wir heuer mal wieder eine Passionsmusik machen. Die Johannespassion. Ich weiß nur nicht mehr genau, wo ich beim letzten Mal die Noten eingeschlossen habe. Ob hier in St. Thomas oder in St. Nikolai. Wir werden sehen. Suchet, so werdet ihr finden. Das sind die Orchesterstimmen von meiner Johannespassion. Nun wollen wir mal sehen, ob alles noch vollständig ist. Sieh mal zu, ob du die Chöre findest. Was hast du denn da? Zeig mal. Ja. Haha. Das sieht gut aus. Das hat Krebs noch ausgeschrieben. Guten Tag. Was ist? Wer ist der? Was will er? Bienengräber. Andreas Gottlieb Bienengräber. Unterleichenschreiber beim Rat. Unterleichenschreiber beim Rat, aha. Und? Ich habe auf des Hochweisen Rat Verordnung, dem Herrn Kantor zu hinterbringen, dass...
die auf Karfreitag angesetzte Passionsmusik unterbleiben soll. Unterbleiben? Warum? Weil es von Herrn Kantor verabsäumt worden ist, den Text vorher ordnungsgemäß genehmigen zu lassen. Ist doch schon viermal aufgeführt. Aber auch der Herr Kantor, oder wie er sich sonst zu nennen beliebe, Direktor Musices, müsse sich an die städtische Ordnung gewöhnen. Sie schrien aber...